Willkommen meine Freunde zu einem weiteren Part New Super Mario Bros. U. Heute Eiswürfel Eisfälle 4. Wagenlift Wagnis. Klingt komisch, aber mal gucken, ob ich das Level überzeugen kann wie die letzten Eislevel. Denn die waren ja wirklich fantastisch. Und wir sehen hier Kugelwillis, Eichhörnchen und Polarlicht. Das verspricht doch schon mal sehr viel Gutes. Und Koopas. Okay. Gucken wir einfach mal. Viel Geballer, viel Shit, wollte ich gerade sagen. Aber es sieht eigentlich sehr schön aus, muss ich sagen. Ist dort irgendwas? Nee, da ist nichts, wie es aussieht. Okay, nur ein paar Münzen. Vielleicht gibt es hier eine Rank oder sowas. Oder auch böse. Böse, danke. Nein, hier ist gar nichts. Sieh was vielleicht? Ah! Was ist das denn? Das ist ja geil. Brauchen wir sich so eine Treppe jetzt nach oben? Die wird aktiviert, wenn man die Münzen holt, wie es aussieht. Und hier oben ist dann eine Eichel. Cool. Das verspricht doch schon mal Gutes. Und wow. Och nö, nicht diese Scheißblöcke. Die sind doch scheiße. Ich mag diese Teile überhaupt nicht, die nach oben und unten so ein bisschen mit Balance arbeiten. Aber die muss man ja unbedingt ein Mario einbauen. Und die zweite Starcom, wie es aussieht schon. Das ging ja schnell. Keine Ahnung warum, aber das Level ist wohl kürzer, wie es aussieht. Halbzeit auch schon erreicht? Jawohl, Ja, was haben wir großartig gemacht? Wir haben eigentlich noch gar nichts gemacht. Also das Level ist ein bisschen kürzer. Das gefällt mir. Wow. Also ich skill mich hier manchmal durch. Ja, das glaube ich selbst kaum. Nice. Aber wie gesagt, das Let's Play macht mir ungeheuer Spaß. Und ich habe eine Idee für ein Weihnachtsspecial, meine Freunde. Und zwar habe ich da einen sehr schönen New Super Mario Bros. Wii Hack gefunden. Ja, für die Wii gibt es auch New Super Mario Bros. Hacks. Und der hat mich wirklich überzeugt von den Grafiken her und vom Design her. Muss ich ehrlich sagen. Und was ist hier unten denn? Wow, Hilfe. Was passiert, wenn ich die Münzen da unten hole? Ist das denn gut, wenn ich die hole oder ist das scheiße? Das muss ich jetzt mal kurz gucken. Ich weiß nicht, soll ich die da holen? Bisschen high-risk wäre es. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Wir wollen hier nicht meinen schönen Skill-Run, in Anführungsstrichen, beenden. Deswegen nutzen wir mal hier bitte das Plateau aus, fliegen hier hoch und dann... Nee, da sind wir zu langsam. Ja. Pass auf, Mario. So, jetzt auf den darauf. Und dann können wir nochmal hier hoch. Und... Nein. Oh, Mann, ho. Mann. Dürfen Kugelwillis. Los nochmal. Und fly. Und fly. So, jetzt haben wir es geschafft. Was ist denn hier oben? Münzen, Münzen. Und die letzte Starcoin. Nice. Gutes Versteck, muss ich sagen. Die war sehr schön versteckt. Deswegen, und wie gesagt, ich habe... Wow. Münzen. Yay. Und ich habe mir den Hack ein bisschen angeguckt. Er ist auch nicht lang, deswegen, er wird schön in ein Weihnachtsvideo passen. Und da wollte ich euch mal... Meine schöne... Mein Eichhörnchen ist weg. Ob ihr sowas haben wollt oder ob ihr sagt, nee, das ist total scheiße, sowas wollen wir gar nicht haben. Deswegen dann würde ich mich darum kümmern. Und ich wollte mich doch um ein Abonnentenrennen kümmern. Also, dass wir dann zusammen Mario Kart Wii so ein bisschen fahren, online kurz ein paar Rennen. So vier, wow, Monsterkugelwilli und der Bruder von Monsterkugelwilli. Und das Ende von Monsterkugelwilli, wie es aussieht? Nimm mich hin. Level beendet, okay. Und ja, das wäre eigentlich eine schöne Idee. Das Level war sehr schön, muss ich sagen. Ein bisschen kurz, aber hatte seine Momente, muss man sagen. Das Level war gut, Starcoins gut versteckt, deswegen hat mir gefallen. Aber nochmal zurückzukommen auf... Oh, nächstes Level ist ein Geisterhaus. Aber wir wollen ja erstmal das Level unten angucken. Hey, Pinguin! Du hast mir die Vorfahrt genommen. Das heißt, rechts vor links in der Fahrschule. Wir können euch Eiskern abknallen. Oh, die töten sich selbst. Alter, sind die Mofo. Ist das geil. Und ein Stern, der deinen Namen trägt. Wessen Namen trägt er denn? Ah ja, stimmt. Ich habe im letzten Part das ja mit dem Yoshi gemacht. Beziehungsweise ich habe das ja mit Yoshi angespielt. Und dann schreiben 20 Leute, ich will auch ein Baby-Yoshi sein. Okay. Wie heißt denn das Level jetzt? Eingezapft ist oder irgendwie sowas? Wow. Miep. Lass mich doch mal in Ruhe. Ist da oben irgendwas vielleicht? Kann ich da vielleicht mir irgendwas holen? Bonus oder sowas? Bonus? Keine Ahnung. Ich habe kein Eichelhörnchen. Warum sage ich Eichelhörnchen? Das heißt Eichhörnchen. Auf jeden Fall nochmal auf den Special zurückzukommen. Wie gesagt, ihr habt super supported, super Ideen alles gebracht. Deswegen wieder sehr... Da war ich wieder sehr gerührt von meinen Abonnenten. Das ist so super. Nee, ich bleibe bei der Eisblume. Die ist mir chilliger. Die finde ich cooler. Die chillige Eisblume.
Und das sieht nach... Was zur Hölle? Das suche ich dann an Secret und dann ist da so ein Invisible Block. Die Jugend heutzutage ist wirklich undankbar. Mit ihren Klempnern eingezapft ist. Ja, so heißt es, Devil. Man kann hier gleich am Anfang sterben, oder was? Ja, Maru sagt ja, dann wird das wohl stimmen. Dann glaube ich ihm mal. Alles klar, Weihnachtsfest. Wie gesagt, ich würde, weil ihr Bock doch auf so ein schönes Mario-Level wie das hier. Das ist ja ähnlich wie das, bloß eben nicht so ganz so schön. Achso, das heißt nicht so ganz so schön. Auf jeden Fall nicht so neu. Das ist Mario Wii. Eben das Mario Bros. Wii. Ist ein bisschen anders, aber es hat bestimmt auch seine Momente, wollte ich gerade sagen. Aber seine Sachen, die es ausmachen, sonst würde es nicht als Hack angeboten werden. Sonst würde auch nicht so gut promotet werden, sage ich mal. Denn dieser Hack soll gut sein. Und deswegen werde ich mich erkundigen, wie man den spielt, beziehungsweise wie man das macht. Und falls ihr auch Bock habt, dann könnt ihr es mir gerne wissen lassen in den Kommentaren. Wie gesagt, ich lese mir das ja durch und nehme die Parts, wie gesagt, meistens ja frisch auf. Den nächsten werde ich wohl wieder am Anschluss so drehen müssen. Aber dann wird es wahrscheinlich ein Infovideo noch geben dazu, wie das aussehen wird dann mit dem Spiel, beziehungsweise mit dem Weihnachtsspecial und alles. Deswegen, ich würde euch ja ein schönes Fest bereiten und ihr seid meine Abonnenten und ihr habt auch so ein kleines Geschenk von mir verdient, muss ich sagen. Deswegen, das will ich euch einfach machen und dann habe ich mir einfach gedacht, komm, wenn du schon sowas findest, was würden deine Abonnenten dazu sagen? Und deswegen wollte ich euch einfach mal hier schon mal so fragen. Uah! Alter, ey, der hat mich eiskalt mit dem Panzer selbst abgeschossen. Das war ja mal wirklich krass. Da läuft eine Eichel. Meins! Ich weiß nicht warum, aber ich mag den Eichelpilz total. Ich finde ihn einfach toll. Super Eichel am Start. 3, 2, 1, Feuer. So, eingezapft ist, du wirst jetzt ausgezapft, hey, mein Freund. Aber richtig brutal. Und ist da oben was? Da oben muss doch was sein. Da oben ist was. Glaub mir, da ist was. Okay, da oben ist nichts. Falscher Alarm, Johnny. Wir haben uns geirrt. Aber dieses Mario Kart mit Abonnenten, was ich mir vorgeschlagen habe, das fand ich sehr nice. Deswegen, das ist eine gute Idee. Die wäre mir nicht eingefallen und finde ich wirklich, wie gesagt, sehr gut. Ist eine super Idee. Deswegen, gefällt mir. Habt ihr schön überlegt und, Alter, ich wurde jetzt nicht ernsthaft von den Stacheln da oben getroffen, oder? Hey, welcome to the reality. Okay, jetzt ohne Gehetzte hier mal das Level machen. Nicht, dass wir wieder hier aufgespießt werden oder von einer scheiß Schildkröte in den Wahnsinn getrieben werden oder was das auch immer war. Komm, nein. Boah, jetzt krieg ich den letzten nicht mal, ne? Das ist ja wirklich mies, ey. Ich wollte den letzten unbedingt haben, ne? Dann sammel die alle so schön ein und dann gönnt mir das Spiel einfach gar nichts. Absolut nix. Sauerei. Was ist das denn für ein Ding? Achso, der springt hin und her. Der kann sich nicht entscheiden. Will ich jetzt dahin oder will ich jetzt dahin? Oder vielleicht doch dahin? Wow, wie habe ich das denn geschafft? Ja, egal, ich habe es geschafft. Das reicht mir. Das reicht mir, wenn ich sage, ich habe es geschafft. So, hier rüber. Und, wow, Eisbrühe. Gab's die schon mal? Ah, verdammt, den hätte ich brauchen müssen, ne? Ah, scheiße. Den hätte ich gebraucht, wie es aussieht, um da hochzukommen. Ein Leben für uns, das ist schön. Oh, jetzt kommen wir wohl nicht mehr darauf. Das heißt, wir verpassen auch die Starcoin. Wir haben noch gar keine Starcoin eingesackt, merke ich gerade, ne? Das ist krass. Moment, das sah nach... Wollte ich gerade sagen, das sah so offensichtlich aus. Und dann habe ich mir gedacht, komm, nimmst das gleich mal mit da. So, die machen wir kaputt. Wow, lalalalalalalala. Eiszapfenfieber, ich mag es wunderbar. Maka! Boah. Ja, klar, und da oben ist das, weil ich... Ja. Da oben ist wahrscheinlich ein Secret, was wir jetzt verpasst haben. Nein, da oben ist eine Starcoin, die wir uns holen können. Okay, damit haben wir wenigstens eine. Alles klar. Besser eine wie keine. Geht ab. Level Bandit. Feuerwerk und wir streiten in die Burg. Keine Flagge. Och, Menno. Dann bleibt die Flagge zu Hause. Und es wird Poker gespielt mit dem Halsabschneider Todd. Todd legt die Karten auf den Tisch. Der Steuereintreiber kommt. Die Baby-Yoshis haben Appetit auf Itemtafeln. Wenn ich pfeife, bringst du mir bitte jede Farbe ein Baby-Yoshi rüber. Mit der richtigen Kombination von Tafeln kannst du bis zu 2 Items gewinnen. Aber bring mir bloß keinen Bowser. Okay. Gucken wir mal. Also, ich habe mich jetzt eigentlich auf den Bowser spezialisiert, dass ich jetzt nicht den Bowser bekomme. Der Rest war mir egal. Und ich hoffe einfach mal, das klappt so. Ja, du hast mich... Wee! Oh, das war ja ein guter Wurf, ne? Also... Fahne!
Wie kann ich nur? Was ist das denn? Ich hätte den locker gehabt, aber nein, das Spiel ist so lieb und meint natürlich... Pischalter-Paradies. Geisterhaus. Oh, ein Scrolling-Level, ein motherfucking Scrolling-Level. Und hier ist ein P-Schalter, das heißt, wir können hier irgendwas machen. Ich vertraue dem Braten nicht, hier muss nur noch irgendwas anderes sein. Nee. Mach mich nicht kaputt! Boah, Alter, ey. Moment, ich muss mir ein bisschen hier umgucken. Ich vertraue dem Braten nicht, wie ihr denkt. Wie ihr wisst manchmal. Was ist denn hier noch? Hier ist eine Tür. Hier ist keine Tür. Deswegen, das, was ich nämlich glaube, beziehungsweise das, was ich denke, ist, dass wenn ich hier drauf drücke, dass es hier oben oder was ist. Oh Mann, ey, lass mich doch mal hier kurz gucken, ey. Das ist unglaublich, ne? Wie mich das Spiel einfach nicht lässt. So, jetzt nochmal. Oh, ich bin schon wieder hängen geblieben. Ich will es probieren. So, ist hier oben was. Leck mich. Ohne Witz, ey. Was soll das? Ach komm, ich geh jetzt einfach hier durch. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Mensch, ey. Menschenskin aus. Ich reg mich hier noch 11 durch. Das geht ja nicht. Okay, eine große Lutscherstange. Nom, 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 nom. Und dann haben wir hier... wohl irgendwo eine Tür. Was haben wir hier noch? Blöcke und ein Geist. Welche Tür können wir noch rein? Vielleicht an der Seite irgendwo eine? Interesting, könnte sein, ne? Nein, ist nicht. Ah, danke, Geist. Ich glaube, wir... Aber da ist ein Pfeil zur Seite, das sagt doch irgendwie was aus, oder nicht? Ja, der Geist jetzt vor unserer Linse, das heißt, wir können eigentlich mal eben in eine Tür reingehen, denn sonst nerven wir uns zu Tode und... Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein. Geisterhäuser sind ja eh ein bisschen dazu da, um einen zu verwirren und... Ich habe ja schon keinen Plan mehr, wo ich hingehen soll. Münzen! Yay! Ganz schnell nach unten wahrscheinlich. Yay, 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 yay. Was gibt's denn hier Schönes? Was hat mir das gebracht? Hallo? Spiel! Ich hab... Alter, das ist Verwirrung pur, ey. Ich hab keinen Plan. Was bringt mir das? Hier ist auch keine Tür. Ich kann nur da wieder rausgehen, wie es aussieht, ne? Ja, ich denke mal, ich kann nur hier rausgehen. Also da war nichts außer ein paar Münzen. War das eine Pleite? Wir waren gerade unten, gell? Wir müssen jetzt also oben lang. Wir gucken mal oben. Was befindet sich denn dort? Ein neuer Raum. Unten ist ein Gang. Hier ist auch ein Gang. Ich gehe mal hier lang. Okay, die Tür ist nicht echt. Na, super. Okay, gehen wir hier lang. Ein schöner getimter Sprung, muss ich sagen. Aber ich glaube, da unten war noch eine Tür. Eine Tür. Von daher weiß ich, beziehungsweise glaube ich, bin falsch. Aber mal schauen. So. Ah, ein Sprungquarkur, oder was ist das? Achso, für die Starcoin. Nice. Okay, zweite Starcoin. Erste haben wir irgendwie verpasst. Ich weiß zwar nicht wo, aber... Achso, jetzt sind wir wieder hier. Ja. Ich hab's, glaube ich, gerallt. Den aktivieren. Dann auf den hier rauf. Dann kann man wahrscheinlich... Ja, ich wusste es. Es war offensichtlich, sage ich mal. Gerade im Geisterhaus, da findet man solche tricky Sachen. So, welche Türen können gemeint sein? Hier an der Seite vielleicht irgendwo eine? Gucken wir mal. Ebbedipp. Der fährt... Hier ist noch ein Schalter, okay. Ach so, hier ist ein Pfeil. Hier unten ist ein Pfeil, falls ihr sehen könnt, Leute. Das sehe ich jetzt erst. Ey, lass mich in Ruhe. Ich will hier rein. Was haben wir hier? Ein Block und hier ist eine Tür. Wir nehmen gar keine von denen. Wir nehmen einfach mal die Tür, die hier ist. Und sie bringt uns zu einer neuen Stelle. Was haben wir hier denn? Was war das denn? Ich würde gerne sehen, was das war. Was mein Preis hier war und so. Eine Blume, okay. Nimm ich, ja. Und jetzt fällt er runter. Genau, ist das eine miese Scheiße. Ist das mies. Wie soll ich jetzt wieder hier rauskommen?
Gar nicht, oder was? Das ist ja mal... Das ist mal ein innovatives Geisterhaus. Das gefällt mir fast sogar. Das ist ja... Das ist echt genial, das Ding. Also das ist echt... Da waren echt Leute am Werk, die Ideen hatten. Und das gefällt mir gerade so. Alter, Maga, willst du mich verarschen? Was ist das denn? Komm nochmal. Komm, Mario, komm nochmal. Jetzt Chili Vanilli. Es wird immer schwerer, ne? Weil man ja die ganzen Blöcke aus Versehen kaputt haut. Und ich schaff's wieder nicht. War nochmal, hier kommt Neustart oder irgendwie sowas. Kann ich das machen? Die Tür ist nicht echt, ne? Super. Ich will das probieren auf jeden Fall. Wenn es klappt, ne? Was haben wir hier denn? Hier ist ein Pfeil. Moment, was passiert mit dem Pfeil ganz nehmen? Passiert dann irgendwas? Nö. Zero ist offenbar verwirrt. Okay, wir sind wieder hier. Ist der Pilz? Nee, der Pilz ist nicht wieder da. Okay. Okay, da machen die nichts, so machen die nichts, so machen die nichts. Und so kommen wir da rauf und hoch und hoch und hoch und hoch und hoch. Ganz schnell hoch die Tassen, bitte. Was haben wir denn da? Okay, keine Ahnung, wir gehen auf jeden Fall hier rein, bevor die Zeit um ist. Deswegen, Mario, beeil dich, schnell, wir müssen hier raus aus dem Kaff. Was ist das denn? Es geht noch weiter? Was ist das denn hier für ein Friedhof? Egal. Geschafft! Sehr schöner Hintergrund und... Oh yeah, Mario time. Epische Melodie. Tausend Dank für deine Hilfe. Hier, greif zu. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Welchen Namen trägt er wohl? Der heutige Stern hat den Namen... Pinguine? What the fuck? Nein, eigentlich nicht Pinguine. Drei Sterne, wow. Mario Bros. Hätte ich was bekommen. Ich habe eine Idee. Trolling like a Pinguin. Hallo Pinguine, hallo Pinguine. Och, Menno, die wollen gar nicht mit mir spielen, habe ich das Gefühl. Egal. Wie viele Minuten haben wir denn schon aufgenommen, meine Freunde? Ich würde fast sagen, das reicht für heute wieder. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter, wenn es heißt Let's Play New Super Mario Bros. U. Eiswürfel, Eisfälle, Wendys Steinblockfestung. Haut rein, meine Freunde. Und bis zum nächsten Part. Ciao. Bam. Noch erwischt.